Hallo, ihr süßen Puppis. Ich bin eure Jurassica Parker mal wieder live aus Berlin. Und jetzt noch einen Tag vor Heiligabend habe ich mir noch meine Tochter die Weinhaus geschnappt. Besser gesagt, sie hat mich geschnappt. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Guck mal, sag mal Hallo. Morgen. Guten Morgen. Weil ich bin mich heute mal bei dir, Weinhaus. Genau. Ja? Wir haben ja die Tradition des Weihnachtsmarktes auch dieses Jahr aufrecht halten wollen. Ja. Und weil es ja gar keine wirklichen Weihnachtsmärkte gibt, haben wir gedacht, wir begeben uns für euch auf die Suche nach dem Geist der Weihnacht und versuchen, so viel Festlichkeit wie möglich in diesen trüben Tagen abzugreifen. Ja. Das heißt, wir greifen in möglichst viele Bäume, gehen natürlich irgendwo aufs Klo, ja, trinken einen Glühwein. Ach so. Glühwein. Wo denn? Ah, Phil. Guten Tag. Weil es ja tatsächlich keine Buden gibt, habe ich gedacht, ich überrasche dich mal. Ja, wir gehen jetzt mal hier über dich. Ja. Hallo. Hallo. Der wollte jetzt auch nochmal Hallo sagen, ja. Der wollte Transvestit sein. Der wollte Deswegen Hallo sagen. Ich bin mit dem Punsch überrascht. Ach was. Warte mal, sehen wir gleich. Oh Gott. Sieht ein bisschen aus wie Blutsuppe, ja, ne? Nicht so schwappern, mein Haus. Nicht so. Sehr fruchtig. Ja, mit Säften. Und was ist da für ein Alkohol drin? Wir machen doch immer noch Sober Oktober. Das ist alkoholfrei. Das ist Kinderpunsch. Aber verarschst du mich jetzt? Ja? Nee. Da vorne ist Getränke, wo ist man drin? Sekt. Ich bitte darum. So, wir müssen noch mal kurz jetzt, also morgen ist Heiligabend. Genau. Und das wird auch unser letztes Video 2020 sein, was für eine Überraschung. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch mal jetzt mal ein, zwei Wochen nicht aufgefummelt zu sein, Weinhaus. Und du? Das stimmt. So, jetzt erzähl doch mal, du wohnst also hier an der Wilmersdorfer Straße. Die genau. ist in Charlottenburg. Genau. Ja, weil die heißt Wilmersdorferinnenstraße, weil sie früher von Charlottenburg Richtung Wilmersdorf führte. Gut. Und die Wilmersdorfer Straße, jetzt kommt wieder mal ein kurzer Funfact von meiner Klugscheißerseite, ist nämlich eine der aller wenigsten Fußgängerzonen Berlins. Weil tatsächlich bisher die fast reine einzige, bis auf die Friedrichstraße, die ja jetzt so teilweise gesperrt wurde. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das weiß ich auch nicht aber so genau. Aber bis dahin war die Die Weihnachtsstraße. Das ist ja auch der große Unterschied zwischen westdeutschen Städten und Berlin ist ja auch, dass wir kein richtiges Zentrum haben, weil Berlin ist ja peu à peu aus kleineren Städten zusammengewachsen. Und in Köln gibt es halt die City am Dom und da ist halt das Zentrum. Haben wir nicht. Guck mal, der ist da, hier kommen ganz süße Hunde. Guck mal, das sieht aus, das hast du gesehen. Ja. Haben Sie zwei? Nee, Sie hätten vier und wir sehen nur zwei, also vielen zwei. Achso, zwei, ja? Genau. Ja. Fantastisch, frohe Weihnachten. Ich habe kein Wort verstanden, was wir machen. Also wir gehen jetzt zu Getränke Rossmann. Ach, du hast ja auch ein Getränke Rossmann. Das ist eine der herkömmlichen Getränke Rossmann, sondern der Getränke Hit Rossmann. Getränke Hit Rossmann. Ja genau, da muss jetzt deine Maske anziehen. Und wir hatten ja eigentlich vor, für die Jurassic mal eine richtig schöne Winterjacke zu kaufen, weil die hat ja sonst immer nur diesen beschissenen roten Plastikfetzen an. Ja. Ich finde, jetzt wäre auch Zeit für ein Flashback, wo man mal die rote Jacke sieht. Ja, okay, sagen wir, es ist die rote Jacke. Da ist einiges los. Wir gehen zuerst mal zu Penny. Gehen woanders hin. Wir gehen jetzt erstmal zu Penny, da gibt es nämlich auch Sekt. Und wir konnten nämlich keine rote Jacke kaufen, weil, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben seit über einer Woche den Heavy Lockdown. Genau, aber Hard Lockdown. Da habe ich mir ja auch Gedanken gemacht, deswegen finden wir einfach eine Winterjacke für dich, die vor einem Altkleidercontainer bestimmt rumliegt. Ach so. Ja. Ach was. Ja, das ist ja, also alles ist besser als meine rote Jacke, ne? Ja. Scheiße, jetzt kommen wir vielleicht erstmal zu Penny. Ja. Wir müssen zum Finanzamt. Ach, zum Finanzamt müssen wir auch noch. Wir haben so viele Sachen zu erledigen. Ja. Jetzt sind wir eigentlich eingepackt. Weinhaus. Das sieht krassig aus. Ich gehe nicht nochmal zurück. Ist ja kaputt gegangen. Natürlich jetzt doof. Jetzt hat die den Brief nicht. Habe ich die Post des Finanzamts vergessen. Nee, ich hab's dabei. Ach Gott sei Dank. So, erstmal zu Penny. Wo ist denn erstmal zu Penny? Erstmal zu Penny ist da. Wo ist denn dein Hast du einen Euro für einen Einkaufswagen? Ach, da ist nämlich Einkaufswagenpflicht. Ach so. Ja, hast du einen Euro? Weiß ich nicht, muss ich dann gucken. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Sehr festlich. Moment, Sekt.
Lauf mal Taxi. Und es ist so ein festliches Wetter. Es lieselt leicht, es ist recht frisch und scheiße. Aber festlich. Jetzt muss ich schon wieder die Gläser halten. Weinhaus. Ding, ding. Achso, wir können jetzt ja gar nicht trinken. Nee, wir müssen erstmal. Wir müssen in die Bis. Also, ja, weil hier ist natürlich Maskenpflicht in der Wilmersdorfer Straße. Aber wir gehen jetzt in die Bismarckstraße ums Eck. Da ist nämlich dann keine Maskenpflicht mehr. Weil da auch keine Menschen sind. Oder nur gesunde Menschen. Da sind nur gesunde Menschen, genau. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten auch euch. Festlich. Mit den Restgewürzen aus dem Becher, ne? Auch recht warm. Boah. Festlicher Weihnachtsweg. Festlich. Also da vorne ist zum Glück eins der beschreibendsten Gebäude an der Bismarckstraße, nämlich ein Hitlerbau. Da ist jetzt das, wie passend, Finanzamt Charlottenburg. Ach, das ist ein Hitler. Drin? Man findet ja immer noch so süß gestaltete Häuser aus dem Dritten Reich. Und das hier. Schöne ist, wo früher das Hakenkreuz in den Krallen des Reichsadels hing, ist jetzt eine Lampe. Ist eine Lampe. Das aber gleich. Ja. Weihnachts, du musst aber auch meinen Becher wieder nehmen. Ich muss etwas einwerfen. Ne? Das stimmt nicht. Nee, man sieht es ja da hinten. Guck mal hier. Ach, da kommt man doch gleich in. Das ist wirklich sowas von Nationalsozialismus. Kannst du den scheiß Vogel auch mit abdrücken? Können wir nicht. Was willst du mir noch zeigen? Jetzt bin ich einmal in deiner Hut, Weinhaus. Die neu gestalteten Wilmersdorfer Arkaden heißen nämlich jetzt Wilma und sehen aus wie ein dänisches Möbelhaus von innen. Also, die Wilmersdorfer Arkaden ist außerdem ein Einkaufszentrum. Ach so. Boah, auf Klo könnte ich auch. Hab heute noch nicht groß gemacht, Weinhaus. Du schon? Zweimal hatte ich schon groß gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Und was ist dabei passiert? Die Hämorrhoide ist geplatzt. Wir haben auch noch gar nicht erzählt. Wir haben uns ja heute um 12 Uhr getroffen, 12 Uhr mittags. Und ich habe mich zu Hause schon angefangen zu schminken, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Weihnachts wieder wie immer zu mir kommt. Und dann fiel mir beim Schminken ein, dass wir uns ja bei dir treffen. Weil wir heute in Charlottenburg vor meiner Haustür drehen. Ja, da war ich eine saudumme Kuh. Nee, bei mir, weil wir uns auf der Wilmersdorfer Straße zum Obst machen. Ich habe jetzt extra den Schminktisch aufgebaut. Pack deinen Scheiß ein und komm her. Ihr Sauhure. Ach, jetzt müssen wir schon wieder die Masken. Warte mal. Weißt du, hast aber auch einen Stechschritt drauf. Nein, ich habe einen trampelhaften, unsexy Gang. Sharing is caring.